Und jetzt wird es richtig episch heftig. Jetzt muss ich gleich wieder meinen Mana wieder aktivieren. Ja, typisch. Ich setze, weiß ich gar nicht, was ich jetzt zuerst mache. Ja, erstmal den Golem beschwören. Mal hier meine Jade rüber. Erstmal Townportal setzen. Ey. Da war nämlich schon wieder Pots. Puff, Golem schon wieder kaputt gegangen. Ey. Gehen wir schnell zum Kane wieder unsere Sachen identifizieren. Hello, my friend. Stay a while and listen. Sapphire Flail of Precision. Resist Lightning plus 19 Dex. Toll. Schrott. Nicht zu gebrauchen. Wow, what can I do for you? Was? Nein, ich will es nicht reparieren. Ich will es verkaufen. Ich kaufe das Zeug so und repariert. Santiplate. Toll. Jetzt bin ich mit Rüstung. Oh, eine Platte, die 122.000 Gold kostet. Krass. Nur 4 Schaden vom Gegner absorbiert. Toll. Ja, brauche ich volle. Das habe ich volle Dinge. Wieder Mana Elixiere oder vielleicht ein Zauberbuch diesmal. Mal schauen, was es gibt. Hey. Level 23 haben wir schon erreicht. Hey. I sense a soul in search of answers. Mach mal, was hat sie denn? Ein Elixier auf Menschenkatze? Hat sie denn irgendein Buch? Book of Holy Vault. Ja, Holy Vault können wir immer mal kaufen. 24 Staff of Apokalypse. Pff, 149 Magic, ey. Wow. Heftig. Apokalypse ist auch so ein krasser Spruch, ey. Der zerfetzt, glaub, alles, ey. Ist auch so ein heftigster Spruch, ey. Ist hier auf Magic online. Die Gebruch haben wir uns rein, ey. I sense a soul in search of answers. Voll sein. Aber jetzt werde ich dann bald mit den normalen Pots nicht mehr aufpassen weiterkommen. I sense a soul in search of answers. Jetzt wird's langsam schon nötig, volle Pots zu kaufen, ey. Die volle Dröhnung gebe ich mir. Volle Dröhnung, Alter, ey. Volles Rohr hier, ey. Die fetteste Dröhnung, ey. So, gehen wir wieder durchs Townportal. Yo. Der Golem wurde ja zerfetzt. Gucken wir uns einfach mal so um. Anscheinend war ja nichts. Am Anfang war noch nichts. Was beginnt aber. Ich krieg hier einen Pott einfach so, gratis. Nehme ich gerne. Mana-Pott. Und da unten gibt es Fässer zum Kaputthauen. Ist die Frage, was kommen hier für Viecher jetzt wieder? Das werden sie überraschen. Hoch geht's schon mal nicht, oh, die Treppe, die muss ganz beschissen liegen, ey. Wie es aussieht. Ich setze mal eine Firewand rein. Ein Guardian, der spuckt nicht. Okay, scheint wohl noch nichts da zu sein. Chargeport Level 2, Lightning Level 2. Meine Zaubersprüche, die haben alle einen ziemlich geringen Level, aber egal. Jetzt geh weg, du scheiß Firewand. Doch einfach, komm, ich lauf doch jetzt. Hier, zack. Ich lauf episch doch meine eigene Feuerwand. Da unten kommen aber jetzt bestimmt Gegner. Wieso sind da keine Gegner? Hallo? Und da ist der Kreis, seht ihr ihn? Diablos Höllenkreis. Was ist denn?
Oh, und da kommen diese Suki-Fest. Da kommen meine Lutschi-Gegner wieder, die mit ihrem Blatt darum. Diesen Feuer im Mund. Die gehen relativ gut von der Brust. Was geht hier ab in den Körper? Billige Rüstung. Schrott. Nicht zu gebrauchen. Ein gratis Mana-Pot ist immer zu gebrauchen. Gold auch. Jetzt schon am Endlevel. Hey, ich dachte, da kommt immer noch so ein Lazarus-Level, habe ich immer in Erinnerung gehabt. Dass noch so ein Lazarus-Level kommt, hey. Das kann natürlich auch noch kommen, das ist klar, aber... Ja, lassen wir es einfach mal. Wieder die Suppe, die ich am meisten hatte. Ah, die sterben ganz gut in meiner Feuerwand. Das heißt, ich kann eigentlich auch hier einen Fireball benutzen. Ich bleib's einfach schnell durch. Dann passiert mir auch nicht viel. Wild Band. Habt ihr es gehört? Da habe ich die Suki gut mitgenommen. Müsst ihr einfach reinblastern mit einem Lightning, wenn ihr Magier seid, dann passt es schon. Einfach hier abfetzen, ey. Den Stab benehmen wir gleich, aber... Ich werde hier schon richtig beschossen. Kommt doch. Immer dieses Zauberspruch wechseln, ey, das ist echt heftig, ey. Das heißt nochmal. Ah, mit dem Feuerball sterben die auch ganz gut. Zwei mit einem Schlag. Ja, toll. Geht mir auf die Nerven, ey. Sterb doch einfach, ey. Geh sterben. Okay, hier geht's nicht weiter nach unten. Stab, den werden wir uns gleich unter den Nagel reißen, aber vorher will ich hier noch das Level klären. Wegklatschen, wegholzen. Das müssen wir im Weg steht. Dieser Stab ist ein ganz besonderer Stab. Staff of Lazarus. Ja, das wird schon sehr interessant werden, dieser Stab. Ihr werdet gleich sehen, warum das so interessant sein wird. Und
Sonst nix oder was? Komm. Scheißegal, wenn sonst nichts ist. Aber was drauf ist jetzt? Die Pots ausgegangen, das ist unglaublich, ey. Da ist noch ein. Ja, sterb einfach, geh sterben, ey. Ja, Feuerwand, geh einfach weg jetzt, ey. Kannst dich nicht einfach verpissen, ey. Jetzt hat's aufgehört. Mit meinem Lightning geht's auch, aber mit Feuer geht's halt besser. Das ist ständig geswitcht, das geht mir halt immer auf den Sack, ey. Rüstung, jawoll. Super episch, ey. Eine Lederrüstung, ey. Gehen wir erstmal da hoch hier. Die Ecke da gammelt noch. So ein Suki rum. Eine Snow Bitch. Eine Schneehexe. Snow Witch, ich sag Snow Bitch. Ja, hey, das Level ist auch schon fast komplett erforscht. Aber nein, es muss doch noch ein Dialog kommen oder irgendwie so ein Buch, wo wir was über Lazarus erfahren. Yep. Feuerwand schön vorbereiten. Kommt irgendwie dann. Was habe ich gesagt? Ja, ihr könnt euch schließen, ey. Schneehexe, komm. Ich kann ein bisschen besser zielen als hier, ne? Oh, Mana, ey. Nur noch ein Mana-Pot, ey. Bleib mal tanken, ey. Setzen, ey. Cauldron benutzen. Intensity comes at the cost of wisdom. Das war jetzt irgendwie in einem Town-Portal. Spruch, der die automatisch weggebeamt. Entstatt. Baurecht. Kann ich mir gleich...
Oh, Kane hat was zu sagen. This does not bode well, for it confirms my darkest fears. While I did not allow myself to believe the ancient legends, I cannot deny them now. Perhaps the time has come to reveal who I am. My true name is Deckard Cain the Elder, and I am the last descendant of an ancient brotherhood that was dedicated to safeguarding the secrets of a timeless evil. An evil that quite obviously has now been released. The Archbishop Lazarus, once King Leoric's most trusted advisor, led a party of simple townsfolk into the labyrinth to find the king's missing son, Albrecht. Quite some time passed before they returned, and only a few of them escaped with their lives. Curse me for a fool! I should have suspected his veiled treachery then. It must have been Lazarus himself who kidnapped Albrecht and has since hidden him within the labyrinth. I do not understand why the Archbishop turned to the darkness or what his interest is in the child. Unless he means to sacrifice him to his dark masters. That must be what he has planned. The survivors of his rescue party say that Lazarus was last seen running into the deepest bowels of the labyrinth. You must hurry and save the prince from the sacrificial blade of this demented fiend. Ja, das ist jetzt unsere neue Quest, den Archbishop. Wow, what can I do for you? Lazarus zu finden. Denn er hat den Sohn von König Leoric entführt, Albrecht. Albrecht sozusagen. Und Deckard Cain hat es jetzt erst hat es damals glauben können. Aber es ist auch wirklich so. In Diablo 3 gibt es da nochmal eine Anspielung hier, hierauf. Wo er dann König Leoric und Lazarus sehen tut nochmal als Geister sozusagen. In den Hallen der Agonie im ersten Akt. Oder Cursed, ja, in der verfluchten Festung Cursedhold. Da tauchen die zwei nochmal auf, König Leoric und Lazarus, wie sie gerade die Frau vom König Leoric köpfen sozusagen, als Geister. I sense a soul in search of answers. So, was gibt's denn für tolle Sprüche? Nix. Okay. Es gibt nur ein Elixier auf Stärke, brauche ich nicht, kaufe ich nicht. Dann gibt's halt nur noch volle Mana-Pots jetzt. Jetzt gibt's nur noch volle Mana-Pots. Ab jetzt gibt's nur noch die volle Dröhnung. Aus. Haben wir genug? Ja, das sieht doch schon mal ganz brauchbar aus hier. Ich mach's jetzt doch, ist mir egal wie lang es wird, das Video oder die Session, ey. Ich zock's jetzt doch, ey. Ich will jetzt hier einfach mal zu einem Ende kommen auch, ey. Wird langsam Zeit, ey. Andere Sachen warten auch schon, ey. Muss noch Skyrim weiter zocken, Baldur's Gate auch noch. Baldur's Gate 2 auch noch weiter zocken, ey. Diablo 3, da habe ich noch genug Videos auf Vorrat, ey. Okay, wir gehen wieder durchs Stadtportal. Das habe ich ja irgendwie gratis geschenkt gerade bekommen. So habe ich das Geschenk auch gratis angenommen. Wow, das war ein Nova-Spruch. Der hat mal wieder richtig reingepackt, weil ich kein Mana-Schild an hatte. Ihr seht ja, also der Nova-Spruch, der haut schon gut rein, hey. Der fetzt richtig, hey. Da geht die Party ab, hey. Haha, schieß ruhig, haha. Ich gegen die Wand geschossen. Heiltrank. Gold nehmen wir natürlich mit. Kiste Gaff Maul noch schnell. Und gaff mal erstmal hier unten alles ab. Den Fleck. Und wieder unsere Ding hier.
Feuerspucke, ey. Jetzt wisst ihr, warum ihr die Resistenzen braucht, eventuell auch ein bisschen auf Resistenzen gehen solltet. Es ist einfach ganz gut, wenn ihr habt, weil dann machen die Viecher nicht so viel Schaden, wenn ihr einen Kämpfer spielt. Müsst ihr nicht da ein Teiltränke reinhauen oder reinpfeifen oder den Zauberspruch benutzen. Klar, ist Magier. Ich verliere halt dann dadurch mehr Mana. Ich verliere halt weniger Mana, wenn ich auch Resistenzen habe. Packen, ey. Richtig daneben, ey. Ah, der war ganz kurz hier. Rotzart, Breitschwert. Geld, 200 Gold. Nehmen wir mit. Da unten ist nichts. In dem Raum wird wohl auch nichts mehr sein, außer halt die paar Viecher, ja. Gut, das heißt, jetzt können wir wieder hoch.